begrüße euch wie immer wieder zu einem neuen Video mit einer alten Thematik, welche ich bereits aufgegriffen habe. Bevor ich in die Thematik einsteigen möchte, bedanke ich mich recht herzlich bei allen Abonnenten und bei allen, welche auch die Glocke aktivieren. Unsere Abonnenten auf YouTube werden immer mehr und auch in den Gruppen auf Facebook und Telegram merkt man es, dass der Zuwachs an interessierten Menschen, welche endlich anscheinend merken, dass MV Menschenversorgung nicht irgendein Verein, sondern ein ganz besonderer Verein ist und auch in der Lage ist, aus rechtlicher Hinsicht den Menschen helfen zu können und auch Stütze bieten zu können. Das einmal als Vorwort. Und jetzt möchte ich zu dem Thema Kindergentherapien bzw. Kinderimpfungen eingehen. Diese Woche ist herausgekommen, dass es nicht nur um Kinder geht in Kindergärten bzw. Volksschulen, sondern auch schon mit Säuglingen beginnt. Zwar nicht in Österreich, das muss ich gleich dazu sagen, die Maske blende ich dann ein, aber in Australien, wo sich hier etwas ereignet hat, welches, ich denke mal, keiner Mutter, geschweige denn einem Vater gefallen kann oder die darüber dann glücklich sein werden. Im Gegenteil, es bringt nur Trauer, psychische, physische Belastungen mit sich und auch Vorwürfe sich selbst gegenüber als Elternteil eine falsche Entscheidung getroffen haben, um nur schön brav zu sein und weiterhin auch, ich sage einmal, mehr oder weniger geblendet worden zu sein und so weiter. Mit dem ersten Bild, welches ich beginnen möchte, das zeigte ich bereits beim letzten Video. Und zwar geht es hier um die Grippeimpfung mit Nasenspray. Innsbruck startet Testphase an Kindergärten und Volksschulen. Den meisten Menschen ist anscheinend nicht bewusst, da es sich hier um eine Impfung handelt, höchstwahrscheinlich auch RNA enthalten sein wird. Warum machen sie die Nasensprays? Erstens, weil sie sind sehr unauffällig, denn es gibt ja schon überall Nasensprays seit Jahren. Nicht, wenn man verschnupft ist und so weiter, kennt jeder. Nur war noch nicht bekannt, dass auch in den Nasensprays RNA enthalten sein kann. Und natürlich macht man das auch, da die meisten Kinder in diesem Alter Angst vor Nadeln haben. Natürlich mit Nasenspray sehr ungefährlich, die schnupfen das einmal ein und das war's. Zu meinen Zeiten war es immer wieder so, auch an Schulen, die Schluckimpfung mit Würfelzucker und so weiter. Also die älteren Jahrgänge werden sich hier noch erinnern können. Also mir war auch an und dazu mal die Schluckimpfung als Schüler lieber als eine Nadelimpfung, also keine Frage. Bevor wir dieses Bild wegblenden, noch einmal der Hinweis, welchen ich letztes Mal schon gegeben habe. Viele sagen, wow, das ist gratis, schaut einmal, gratis Aktion für 800 Kinder. Nein, es ist generell nichts gratis. Wie oft soll man das noch mitteilen? Wie oft soll man das noch darauf hinweisen? Nichts ist gratis. Wir alle sind Steuerzahler und ich kenne keinen Verantwortungsträger oder Entscheidungsträger, welche diese Aktionen ausruft, diese Impfungen mit seinem eigenen Geld bezahlt, mit seinem eigenen Geld und nicht mit Steuergeld. Also das noch einmal zum Abschluss zu diesem Bild. So, und jetzt kommen wir zu den Babys-Covid-Impfung. Babys bekommen Corona-Injektion, ein Auszug von auf 1. Irre. Nun sollen auch Babys gegen Covid geimpft werden zu Testzwecken. Dies erwähnte ich auch schon beim letzten Video. Es gab immer wieder, bevor am Menschen irgendetwas verabreicht wurde, gab es Tierversuche. Die armen Tiere, ja klar, keine Frage. Sei es Ratten, Mäuse, Affen, wie auch immer. Ich bin auch dagegen. Aber hier jetzt zu Testzwecken, was rechts oben steht, zu Testzwecken,
was bedeutet das? Und das schon die ganzen Jahre, seitdem die erste RNA-Impfung umgesetzt wurde. Ihr seid Versuchskaninchen, wenn ihr weiterhin mitmacht. Versuchskaninchen. Ja, und noch dazu, verabscheulich ist es, auch Babys als Versuchskaninchen heranzuziehen. Welche Elternteile lassen das zu? Welche Großeltern lassen das zu? Also bitte lasst das. So, Säuglinge ab einem Alter von 6 Monaten sollen 3 Covid-Injektionen in einem Zeitraum von maximal 14 Wochen erhalten. Ja, zu Testzwecken im Diabetes, um Diabetes vorzubeugen. Bitte, ich bin zwar kein Arzt und ich mache hier auch keine medizinische Beratung, das möchte ich gleich sagen, aber wir haben schon sehr viel mitbekommen. Alle, die noch einen klaren Verstand haben, denen das Wohl der Kinder am Herzen liegt, werden sich doch nicht von solchen Geschichten beeindrucken lassen. Das sind Märchen. Ja, wir sind auch betreffend unseres Vereines mit sehr vielen Ärzten vernetzt. Ganz besonders bekannte Ärzte, welche ihr auch kennt. Bekannte Ärzte, welche selbst publizieren in der Öffentlichkeit. Und hier erfährt man sehr viel. Ja. Also das mit zu Testzwecken, um Diabetes vorzubeugen, ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist nur ein Vorwand, dass Eltern sagen, naja, ich möchte ja nicht bekommen, dass mein Kind Diabetes bekommt. Ja, wie auch immer. Ja, aktuell sucht das Helmholtz-Institut in München, das ist gerade der Münchner Beitrag, den habe ich übrigens vorige Woche auch oder beim letzten Video ebenfalls erwähnt. Ja. Gibt es fragwürdige Studien? Also bitte, zu Testzwecken haben wir ja schon die letzten Jahre die Erwachsenen gehabt. Und jetzt fangen sie an bei Babys. Ja. Nächstes Bild. Plötzlicher Kindstod nach 6-fach Impfung in Australien. Eine Reihe von plötzlichen unerwarteten Todesfällen bei Säuglingen nach der Impfung mit Infanrix Hexa hat die australische Arzneimittelbehörde dazu gezwungen, sich bedeckt zu halten. Warum bedeckt zu halten? Weil sie die Fehler nicht zugeben. Weil sie nach wie vor illegal, aus meiner Sicht illegal, Menschen als Versuchskaninchen benutzen und dadurch nichts anderes bewirken, außer schreckliche Szenarien in Familien, generell in der Gesellschaft und so weiter. Ja. Plötzlicher unerwarteter Tod im Säuglingsalter, SUDI, ja, und plötzlicher Kindstod, SIDS sind Bezeichnungen für den plötzlichen und unerwarteten Tod eines Säuglings, wenn es keine offensichtliche Todesursache gibt. Keine offensichtliche. Ja. Also das ist ganz schlimm. Ja. Liebe Eltern, seid vernünftig. Ihr wollt doch, dass eure Kinder unbeschadet und in einer ruhigen Kindheit erwachsen werden können. Ja. Wie es bei uns schon war, die 60er, 70er, 80er Jahre, ja, unbeschadet die Kindheit erleben, weil unsere Eltern anno dazumal die richtigen Entscheidungen für uns getroffen haben, die richtigen Entscheidungen für unsere Zukunft getroffen haben. Deswegen sind wir heute noch da und deswegen sind wir auch älter geworden. Wollt ihr, dass euer Kind nicht einmal mehr in die Schule kommt, ganz besonders ein Säugling? Ja, es kann sein, aber es muss nicht sein, aber es kann sein. Und das ist, mir geht das Ganze nicht aus dem Kopf, dieses Thema. Ja, und ich verstehe, wie gesagt, nicht, dass es da keinen Aufschrei gibt. Wegen jeder Kleinigkeit, ja, gibt es einen Aufschrei. Sei es in der Politik, sei es im Sport, wie auch immer. Überall regen sich die Leute auf. Ganz besonders auf Social Media Kanälen. Bla, bla, bla. Ja, und das gehört ja irgendwie bekämpft. Leon, steht's auf, macht selbst einmal etwas, ihr bequemen Menschen, welche auf der Couch sitzen ganze Zeit. Nur nörgeln.
Menschen kritisieren, wie wir sind zum Beispiel, welche sich aufstellen, welche auch Projekte ins Leben gerufen haben, welche gesetzlich den Menschen geholfen haben seit Corona-Zeiten und auch weiterhin helfen werden. Nicht nur im Hintergrund mit Fake-Profilen, groß das Maul aufreißen, nein, macht was. Zeigt, dass ihr dasselbe Know-how, dieselbe Schneide wie wir haben oder wie viele andere haben. Dann könnt ihr sagen, ja, ich habe was getan für die Allgemeinheit und für die Gesundheit aller. Wir können das mit gutem Gewissen sagen und auch nachweisen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Büdel, nicht, dass ich mir zu viel aufrege schon wieder. Ja. Bin ja auch nicht mehr so jung. Ja. So, Impfzwang und Empfehlung für jährliche Impfung von Kindern ab 13 bei Impfstoff mit potenzieller Todesfolge. Ja, die angebliche Corona-Pandemie mit ihren Maßnahmen und der Impfkampagne ist reich an unwissenschaftlichen Absurditäten. Der Gipfel der Absurdität ist jedoch, dass Pfizer in der Verbraucherinformation nur zugeben musste oder muss, dass nach der Impfung mit Comirnaty ein erhöhtes Risiko für Myokarditis und Perikarditis besteht und Fälle mit Todesfolge beobachtet wurden. Ja, das ist auch öffentlich nachzulesen. Das ist nicht irgendein Beitrag von DKB, wo man sagt, okay, kann stimmen oder nicht. Es gibt auch dazu einiges andere an Berichten. Ja. So, und was haben wir denn sonst noch? Weil wir immer vom Autismus reden, ja. So, Autismus kommt nicht von der Impfung, wird behauptet. Ich sage euch, ich vermute sehr wohl aufgrund mit sehr vielen Gesprächen mit Ärzten, dass sehr viele Fälle an Autismus eben durch Impfungen hervorgerufen wurden. Schon seinerzeit durch die Pockenimpfung und so weiter. Ja. 1983, schaut mal, 10 Impfungen, ja, also noch 10, bei 10 Impfungen 2013, 32 Impfungen und 2022 74 Impfungen im Jahr. Ja, das Jahr ist gemeint. Ja, wie viele Impfungen im Jahr gegeben wurden. So, und dann haben wir jetzt die Autismusraten. 1983 waren es noch 1 von 10.000. 2013 waren es schon 1 von 88 und 2022 1 von 36 Geimpften. Und im 25er Jahr, also das ist nicht mehr lange, oder man kann es eigentlich ja schon auf das 24er Jahr sehen, ist einer von 2, das heißt jeder Zweite könnte vermutlich Autismus gefährdet sein von den Kindern. Wollt ihr das? Habt ihr euch schon mit Autismus beschäftigt? Ich würde euch empfehlen, beschäftigt euch mit der Thematik Autismus. Das ist sehr, sehr anstrengend, nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Kinder. Ja. Und dann kommt der ärgste Beitrag. Darf Impfstoff töten? Ja. Es könnte sein, dass du sterben wirst. Steht sinngemäß in der Gebrauchsinformation. Information für Anwender der neuen Covid-19 mRNA-Impfstoffe. Diese Fachinformation wurde kürzlich still, heimlich und leise aktualisiert. Wir haben, es kursieren ja auf den Social-Media-Kanälen Beipackzettel. In den Beipackzetteln, rot markiert teilweise, leider Gottes schlecht fotografiert, dass man es nicht vergrößern kann, aber es stimmt. Sie sagen es euch ja. Und außerdem geht es ja nicht mehr um mRNA-Impfstoffe, sondern um viel mehr. Es gibt ja viel mehr RNA-Impfstoffe. Deswegen betone ich ständig, nicht mehr mRNA, sondern RNA. RNA ist eben gefährlich, ist für den Menschen nie gedacht worden. Genauso auch die PCR-Tests, mit denen kann man gerade die DNA feststellen, ja, oder ja, irgendeinen, ich sage mal, eine Konsumentenwerbung machen, mehr geht da nicht. Ja. Aber es gibt da viel mehr, als ihr denkt. Ja. Ich blende euch da jetzt betreffend, was haben wir denn noch? Haben wir, ja,
dann bevor wir mit der Impfung aufhören. Ich meine, dann gibt es ja noch ein paar super Institutionen, also die ja brav Impferwerbung machen. Und zwar, schaut einmal, die Post. Ja, wir freuen uns, dir im Rahmen der Herbst- und Winterimpfaktion wöchentliche Impftermine anbieten zu können. Ja, also unglaublich, sogar die Post macht mit. Wir wissen, es war Lidl dabei, es waren da sämtliche Discounter dabei, schon an und dazu mal, also an und dazu mal vor drei, vier Jahren. Ja, aber es ist ein Wahnsinn. Ja. Und da seht ihr unten, die Post hetzt ihre Mitarbeiter in die nächste Injektion. Und wenn das mit der großen Nachfrage stimmt, ist denen auch nicht mehr zu helfen. Ja, da werden wieder einige sagen, da verliere ich meinen Job und verliere meinen Job. Ich sage wiederum dazu, wenn du Nein sagst, wirst du länger leben, denn wenn du Ja sagst, wirst du auch keinen Job mehr haben, höchstwahrscheinlich. Hört sich hart an, aber ist so. Dann haben wir noch Impfaktion in Kärnten, ja, der Impfbus, Influenza und Corona, der beste Zeitpunkt für eine Impfung ist jetzt. Warum gerade jetzt? Wer sagt das? Was ich nicht verstehe, vielleicht habt ihr euch auch schon Gedanken gemacht. All jene, die ja hauptsächlich unsere Videos sehen, sind ja alle mRNA oder RNA ungeimpft. Wieso leben wir noch? Wieso müssen wir nicht Herbst- und Wintervorsorge treffen mit einer Impfung? Ja, das sollten vielleicht mRNA-geimpfte Menschen auch einmal ein bisschen nachdenken. Jetzt bin ich geimpft, bin ständig krank, ob Schnupfen, eine rinnende Nase, Fieber, wie auch immer, ein Unwohlfühlen teilweise, Schüttelfrost und so weiter. Es gibt ja so viele Möglichkeiten an Nebenwirkungen. Und hier würde ich mir zum Beispiel, wäre ich mRNA-geimpft, schon Gedanken gemacht haben. Ja, wieso ist es bei mir so und bei den RNA-Ungeimpften nicht? Ja, und dann haben wir ja den Epidemie-Terror. Ne? Teletext ist übrigens auch in den Social-Media-Kanälen umgegangen. Der Innsbrucker Infektiologe Günther Weiß, jeder kennt ihn von Ö24TV zum Beispiel oder ja, von anderen Sendern. Rechnet mittelfristig mit einer weltweiten Epidemie, ausgelöst durch ein humanes Influenza-Virus in Kombination mit einem Vogelgrippe-Virus. Das Einzige, was da neu ist, ist die Kombination mit einem Vogelgrippe-Virus, denn Influenza, die Zeit ist da. Es ist Herbst, es kommt der Winter, es kommt das Frühjahr. Ja, da sind die Menschen immer schon etwas kränklicher gewesen. Ganz einfach, ja. Das könnte eine neue schwere Epidemie bzw. ein neues Virus mit pandemischem Potenzial zur Folge haben, sagte Weiß im APA-Interview. Dies müsse keinesfalls ähnliche Auswirkungen wie bei Corona bedeuten. Man, da hält er sich zumindest ein bisschen zurück, denn man muss ja klein beginnen. Ist ja so, also man darf ja nicht gleich wieder mit voller Kanone anfahren, wenn man ja fast zwei Jahre lang den Menschen vorgegaukelt hat, man hat die alte Normalität wieder zurück. Urlaub fliegen, Gasthaus gehen, Schanigarten sitzen, Freibäder, wie auch immer. Ja? Man müsse aber auf den Eventualfall vorbereitet sein. Europa werde zunehmend zum Tummelplatz verschiedenster Infektionskrankheiten, die es früher in dieser Form nicht gegeben habe, so der renommierte Experte. Allein, wo ich schon her Experte, stützt man schon die Haare auf. Punkt 1. Zweitens, Infektionskrankheiten. Beziehungsweise Tummelplätze für Infektionskrankheiten hat schon immer weltweit gegeben. Also sowas Besonderes, ich sehe da nichts Besonderes dahinter. Ja? Also wieder rein nur Panik mache und schon wieder ja, die Menschen auf etwas einstellen, was höchstwahrscheinlich ganz anders ja, geplant, möchte ich gar nicht sagen, aber oh ja, ich sag's. Geplant ist. Fertig. So, was habe ich da noch für euch? Und zwar mRNA bald in Europa und da geht es um den japanischen die japanische mRNA, wo sogar Gewerbetreibende solche Menschen nicht mehr reinlassen mögen, da dieser RNA-Impfstoff anscheinend ja
also andere Menschen anstecken kann, also sprich mit Körperflüssigkeiten, Speichel, wie auch immer, ja, also die lassen die Leute nicht rein. Wo sie jetzt eigentlich suche, ist das da, glaube ich, Image 2, ja, schaut's her, da haben wir SARNA, die übrigens diese hatten wir schon über ein Jahr in unserer Patientenverfügung, dann hast SIRNA, ja, dann hast du drin SHRNA, SNORNA, ja, SNRNA, INC-RNA, PI-RNA. Ja, das habe ich bei einem der letzten Videos bereits erwähnt. Wollte ein eigenes Video machen, aber wenn wir schon dabei sind, zeige ich euch das noch. Warum wir nicht mehr mRNA schreiben. Ja, dann hast du AS-RNA, CIRC-RNA, HN-RNA, MI-RNA, ja, und so weiter. Also das ist ein Wahnsinn, wie viele RNA-Arten es bereits gibt. Deswegen haben wir das auch in unserer Homepage dementsprechend verändert und generell RNA drinnen steht. Das heißt, das gilt dann für alle. Da haben wir tRNA, ja, tracrRNA, ja, also dsRNA, ss+rRNA, ss-rRNA, ja. Also unglaublich, was da für verschiedene Sachen gibt. Auf das wollte ich euch auch nebenbei, wo wir schon bei den Kinder mehr oder weniger Experimente sind, auch noch kurz mit reinbringen. Jeder, es steht auch im Text unserer Maske, jeder, der sagt, nein, ich lasse das bei meinem Kind nicht zu. MV, Mensch und Versorgung, kann helfen. Ja. Seht euch unsere Videos an, seht euch auch die Homepage an, lest alles genau durch und ihr werdet drauf kommen, wenn jemand helfen kann, dann ist es nicht Attensam, sondern Mensch und Versorgung. In dieser problematischen Situation, alles was mit der persönlichen, positiven körperlichen Gesundheitsentwicklung zu tun hat, aber auch zum Erhalt der eigenen körperlichen Unversehrtheit. Ja, ich werde sämtliche Links natürlich unter dem Video verlinken und da könnt ihr nachsehen, nachblättern, wie auch immer. In diesem Sinne, danke für euer Interesse, bleibt gescheit und schützt eure Kinder. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.